Clifford Aruna de Silva, geboren in Sri Lanka, hat sein ganzes Leben lang in Hamburg gelebt. All diese Jahre träumte er davon, ein Gästehaus ganz nach seiner eigenen Vision zu schaffen. Vor 26 Jahren kaufte er ein 2600 Quadratmeter großes Stück Land. In Strandnähe, mit herrlichem Blick auf eine Palmenplantage. Es war wunderschön, aber fast vollständig von einem Sumpf bedeckt. Die Familie begann die mühsame Aufgabe, den Sumpf trocken zu legen. Seine Mutter, eine ehemalige Polizistin mit entschlossenem Charakter, zog ins Land, um den langen und langsamen Prozess zu überwachen. Als erstes pflanzte sie einen seltenen roten Kokosnussbaum, um den Anfang zu markieren. Im Laufe der Jahre wuchs der rote Kokosnussbaum und so auch die Pläne in Arunas Kopf für seinen Traum mit jedem einzelnen Detail. Bis schließlich der eigentliche Bau begann. Schritt für Schritt wurde mit viel Sorgfalt Arunas eigenes Gästehaus und Restaurant gebaut. Benannt nach der geliebten Palme seiner Mutter. The Red Coconut Villa. Wir kochen gleich ein Jackfruit Curry im Tontopf. Am Lagerfeuer. Ja, das machen wir. In der Butter. Dieses Sekret, was da rauskommt, ist sehr klebrig. Das kann man nur eigentlich mit Öl von den Händen kriegen. Mit Seife oder Wasser ist es unmöglich, weil das klebt wie Hölle. Gibt es kleine und große Jackfruit, also von 500 Grad bis 50 Kilo. Und das ist eine kleine, die hat mir mein Handwerker mitgebracht. Hier sieht man das, die klebrige, sekretartige Flüssigkeit, die da rauskommt. Eine klebrige Angelegenheit. Wer keine Klebe mag, sollte das sein lassen. Die Kerne hier kann man auch mit essen, beziehungsweise die kocht man, macht mit dem Curry oder kann man sie so gekocht, geröstet. Essen schmeckt ungefähr einen Geschmack ähnlich wie Maronen oder Esskastanien. Und immer schön mit Öl arbeiten, weil sonst klebt das alles. Die kann man mittlerweile in Deutschland auch kaufen. Sehr beliebt bei den Veganern, weil das wie so sweet gegartes Fleisch, also Niedrigtemperatur gegartes Fleisch, so ähnlich schmeckt das. Das ist Jackfruit. Schöne gelbe Farbe. Und das Holz ist eines meiner Lieblingshölzer zum Möbel bauen und wo das Holz sehr schnell vergammeln kann, kann man dieses Jackwood wunderbar für draußen, für Treppen oder etc. benutzen. Diese Hölzer werden auch gekocht oder zum Färben von Stoffen benutzt. Also zum Beispiel die Roben von den Mönchen. Yellow is beautiful. Black is beautiful. Es war eine kleine Frucht gewesen, aber trotzdem sehr groß. Es gibt die sind so groß und es gibt welche, die sind so groß. Also die wiegen schon einiges. Wie gesagt, es ist alles noch Baustellenküche hier. So, hinter mir ist eine riesige Palmenplantage, ich weiß nicht wie viel Hektar. Und er lebt eigentlich vom Kokosnussanbau. Kokosnussschale bis Baum bis Blätter, er nutzt eigentlich alles. So. Kokosfilling, ein bisschen Ingwer, Chilischoten, Knoblauch. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller. Es wird langsam dunkel, weil es ist spät Nachmittag, weil wir hatten heute wieder viel zu tun gehabt mit Handwerkern etc. Wir mögen alle scharf, das ist gut. Es ist keine Heulsuse bei uns dabei. Jetzt machen wir das Feuer, ja? Jetzt, hoffentlich kriege ich das diesmal hin. Es regnet zwar, aber es ist immer noch 28 Grad, 32, 36, tagsüber. Es ist unterschiedlich. Aber jetzt haben wir wirklich momentan kaum Regen. Und deswegen ist das Holz schön trocken und ich habe viel Bauholz über. Und das Reste, das versuchen wir jetzt daraus ein Feuer zu machen. Top, die Wette gilt. Warte. Oh, das ist zu klein. Ein paar trockene Palmblätter, ein bisschen Bauholz. Oh Mann!
Keschel das vor sich hin. Ja, schmeckt ganz gut. Die Hunde können mich mal am Arsch lecken. Guck mal, lecker. Lecker, 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 lecker. Eigentlich wollten wir eine Fischsuppe machen. Mit Kokosmilch. Und leider hat das mit dem Fisch nicht geklappt, weil ja, ich bin nicht der Angler. Beziehungsweise ich habe nicht die Geduld dazu. Ein Burger. Ein Fischburger. Irgendwie haben sie mich verarscht auf gut Deutsch, haben nur die Muschel gegessen und sind abgehauen. Oh, beziehungsweise die Angel habe ich auch selbst gebastelt. Das war okay, das ist aus so einem Holz, was sehr biegsam ist. Und leider hat das nicht funktioniert und deswegen sind wir umgestiegen hier auf Jackfruit. Das ist eigentlich auch eine leckere Sache. Dieses Mal angeln wir richtig am Felsen. Da könnt ihr dabei sein und dann werden wir auf jeden Fall einen Fisch fangen. Ja, das ist eine gute Idee. Fischsuppe am Sonnenuntergang. Das ist dieses gebratene Currypulver. Das streut man jetzt oben drauf. Riecht sehr gut. Sri Lanka Leute, die benutzen das sehr, sehr viel. Übrigens, die Glut werde ich aufbewahren, weil ich mit dieser Glut eine Teichfilteranlage bauen will, mit Kohlefilter. Ja, mal schauen. Wäre noch gut, wenn man jetzt noch einen Salat und vielleicht noch zwei andere Currys, Gemüsecurry dazu hätte. Machen wir nächstes Mal. Ja, für die Baustellenkochen ist das eigentlich ganz gut geworden.